ihr Lieben, jetzt ist es an der Zeit, sich in die Hose zu kacken, weil dreimal dürft ihr raten, was hier drin ist. Richtig, ihr kriegt die Klassenarbeit wieder, aber bevor ihr sie wieder bekommt, ja, hau ich euch mal kurz einen Notenspiegel ran. 1, 2, 3, 4, 5. Kommen wir zu den Einsen, Leute. Trommelwirbel, es gibt genau eine Eins. Ach, Eins, da bin ich eh raus. Da brauchen wir uns auch gar nicht unterhalten. Da war ich nie und da werde ich auch nie sein. Ich bin kein Einstein. Ah ja, jetzt hofft er alle inständig, ihr kleinen Hosenscheißer, dass er die Eins hat. Aber ich nehme euch gleich den mit aufs Segeln. Jacqueline, wie immer die Eins. Auch klar, die hat immer Einsen. Die hat einen Zunderschnitt. Die wird später zu Harvards gehen oder hier zu Harry Potter in die Schloss. So, auch bei den Zweien wurde ordentlich gespart. Eine, zwei. Was soll ich sagen? Der Rest befindet sich hier irgendwie im Mittelfeld, außer eine Person, die hat wieder richtig reingeschissen und dachte sich, ey, ich schreibe mal eine 5. Und ja, dreimal dürft ihr raten, wer es ist. Naja, gut. Ach Mensch, dann war es halt wieder nur eine 3. Ey, ich hoffe, ey, wirklich, Maxi, ich hoffe wirklich mal, ich schreibe irgendwann eine 2 oder 1. Ne? Aber der Typ mit der 5, Digga, der hat ja richtig reingeschissen. Das ist ja peinlich. Also eigentlich wollte ich nicht wirklich fies sein, aber Kevin, du bist's. Und übrigens, ist keine 5, sondern 5 minus. Was, Digga, ich? Ich hab die 5.